Willkommen bei Schlesien Journal. Im Rahmen der Kampagne Bilingua einfach mit Deutsch organisiert das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit regelmäßig die sogenannten Familientreffen. Diese richten sich an Familien, die ihre Kinder zweisprachig erziehen oder dies in Zukunft tun möchten. Solche Treffen wurden bislang vor allem in der Wojewodschaft Oppeln veranstaltet. Doch Mitte September wurde das erste Familientreffen der Wojewodschaft Schlesien in Lubowitz angeboten. Der Einladung in das oberschlesische Eichendorf Kultur- und Begegnungszentrum in Lubowitz folgten fast 50 Personen, darunter viele Eltern und ihre Kinder. Solche Treffen gab es auch schon dieses Jahr im Norden Polens, in Allenstein. Nun war es Zeit für Schlesien. To jest promocja dwujęzycznego, przede wszystkim polsko-niemieckiego wychowania, ale też promocja nauki języka niemieckiego w ogóle, w takich warunkach pozaszkolnych, czyli w domu, podczas codziennego wychowania, w trakcie takich naszych codziennych czynności. Mit den Kindern konsequent die ganze Zeit Deutsch zu sprechen, ist schwierig. Zu Hilfe eilen den Eltern dabei auch verschiedene Lieder, Spiele, Bücher oder Zeichentrickfilme, mit denen sich die Kinder selbst beschäftigen können oder die nebenbei eingeschaltet werden. Das muss nicht die ganze Zeit sein. Man kann einfach eine Routine finden, zum Beispiel nur morgens oder nur abends oder einmal im Tag oder im Auto, wenn sie in die Schule fahren. Und man kann das einfach als Spiel betrachten, ja, damit das Kind sich nicht gezwungen fühlt. Je früher man damit anfängt, desto besser. Während die Eltern fleißig lernten und ihre Erfahrungen austauschten, haben die Kinder zeitgleich an Sprachanimationen teilgenommen. Diese wurden natürlich auf Deutsch durchgeführt. Wir haben zusammen mit Anita Sprachanimationen vorbereitet und ich hoffe, die Schüler, Kinder eigentlich, haben Spaß gehabt. Es war ziemlich schwierig, denn sie waren zwischen 4 und 14 und man musste solche Spiele ausdenken, die alle irgendwie zusammenbinden und dass alle teilnehmen werden. Mit Spaß Deutsch lernen. Dieses Motto wurde während der Schulung auch den Eltern vermittelt. Tipps, wie die deutsche Sprache in den Familienalltag integriert werden kann, gab es viele. Es wurde auch auf den Schulunterricht im Fach Deutsch als Minderheitensprache hingewiesen. Um daran teilzunehmen, müssen die Eltern einen Antrag an die Schule stellen. Die Eltern haben das Recht, einen Antrag an die Schule zu stellen. Und dann muss der Schuldirektor das weiter schon in der Schule organisieren. Was wichtig ist, das ist alles kostenlos und das sind 3 Stunden pro Woche. Und eigentlich das dauert wie die ganze Schule. Das gilt auch für den Kindergarten. In ihrem Vorhaben, die Kinder zweisprachig zu erziehen, werden die Eltern nicht allein gelassen. Denn das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit hat im Rahmen der Kampagne Bilingua einfach mit Deutsch einen Ratgeber für Eltern herausgegeben. Wszyscy rodzice, którzy planują dwujęzyczne wychowanie, powinni sięgnąć do naszego poradnika, ponieważ znajdziemy tam zarówno cały wachlarz takich aspektów naukowych, dlaczego warto wychowywać dzieci dwujęzycznie, jak znakomity wpływ ma ona na rozwój dzieci, a po drugie, jeżeli mamy jakieś takie pytania albo zagwozdki co do tego, jak za to dwujęzyczne wychowanie się zabrać, to odpowiedź na te pytania znajdziemy właśnie w tym poradniku, między innymi czytając relacje, doświadczenia rodziców, którzy już praktykują od wielu lat to dwujęzyczne wychowanie. Dorota Rybczyk-Heinz aus Proschütz ist dreifache Mutter und erzieht ihre Kinder zweisprachig. Sie besucht das Familientreffen gern und das schon seit einigen Jahren. Auch der Weg nach Lubowitz war ihr nicht zu weit. Ich treffe mich sehr gerne mit Menschen, die selber schon Kinder zweisprachig erziehen oder das vorhaben, weil ich von der Zweisprachigkeit so begeistert bin. Also ich bin ein Fan von zweisprachiger Erziehung und ich komme hierher, weil ich Familien treffe, die das Gleiche machen und wir können uns austauschen. Dorota Rybczyk-Heinz spricht mit ihren Kindern überall Deutsch, auch auf der Straße, auf dem Spielplatz oder in der Schule. Ich erkläre immer alles so den Menschen, ja, also wir erziehen unsere Kinder zweisprachig, ich spreche mit den Kindern Deutsch und ich bin noch nie mit irgendwelchen Unannehmlichkeiten in Berührung gekommen. Also die Menschen reagieren eigentlich immer sehr positiv darauf. Sie sagen ja, das ist ja schön, dass die Kinder quasi eine Sprache umsonst bekommen.
Die Kinder antworten ihrer Mutter zwar immer auf Polnisch, aber wenn es die Situation erfordert, zum Beispiel bei Kontakten mit Familienmitgliedern aus Deutschland, dann benutzen sie aktiv die deutsche Sprache. Materialien zum Deutschlernen und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.bilinguahaus.pl. Diese Plattform wird von den Beraterinnen für Zweisprachigkeit laufend mit verschiedenen Sprachtipps gefüllt. Außerdem stehen die Beraterinnen für Zweisprachigkeit Eltern und Lehrern mit ihrem Fachwissen zur Verfügung. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. In der Woiwodschaft Schlesien wurde die erste miro-deutsche Fußballschule eröffnet. Der DFK Wischowa hat es geschafft, die Initiative der sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen in der Woiwodschaft Oppeln bei sich umzusetzen. Von der Idee der Fußballschule war der DFK-Vorsitzende von Wischowa, Andrzej Dramski, begeistert. Nun lag es an ihm, auch die Eltern in der Region von dem Projekt zu überzeugen. Die Eltern am Anfang waren nicht sicher, ist das besser oder nicht. Und nach 3 oder 4 Wochen, ich war auch mit den Eltern in ein Turnier in Schunstau. Und dann war alle Probleme gelöst. Bei der Eröffnung bekamen die jungen Kicker einen Ausweis und einen Fußball. Danach spielten sie gleich ein Turnier. 20 Kinder haben sich bereits bei der miro-deutschen Fußballschule in Wischowa angemeldet. 10 weitere möchten noch mitmachen. Bei uns bei der miro-deutschen Fußballschule das gleich, fast das gleiche wie bei der Eröffnung des neuen Schuljahres. Ja, also September ist immer dynamisch, es sind immer mehr Kinder jetzt da. Das kann man auch sehen, dass wir jetzt die letzten Samstag auch in Wischowa waren. War ein voller Erfolg. 20 Kinder haben sich eingeschrieben, die 7 oder vielleicht jetzt noch sogar 10 wollen mitmachen. Aber das muss man noch mit der Organisation alles schaffen, also mit den Trainern, mit den lokalen Koordinatoren, dass das alles klappt und funktioniert so, wie es man jetzt wollen. Nun werden sich die jungen Fußballer 2-mal pro Woche beim deutschsprachigen Training treffen und an ihren sportlichen und sprachlichen Fertigkeiten arbeiten. Musik spielt in der deutschen Minderheit eine wichtige Rolle. Die sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien organisiert deshalb jährlich den deutschsprachigen Liederwettbewerb Superstar. Junge Künstlerinnen und Künstler sowie Duette und Gruppen beweisen dabei ihr musikalisches Talent. Auch in diesem Jahr wurde die erste Etappe des Wettbewerbs online durchgeführt. Das Finalkonzert fand Mitte September in Malapane statt, wo sich mehr als 20 Jugendliche auf der Bühne präsentierten. Ich glaube, gerade Musik, das ist etwas, was generationsübergreifend greift, weil viele von der älteren Generation sind noch mit Schlagermusik aufgewachsen. Mittlerweile hat sich ja vieles geändert, auch in Deutschland. Schlager sind weniger populär, als die es früher waren. Dafür kommt aber moderne Musik, also ganz andere deutsche Musik zum Vorschein, die bei uns wiederum in Polen gerade weniger bekannt ist. Die Organisatoren betonen, dass jede Musikrichtung gern gesehen sei, egal ob klassische Schlager, Popmusik, Balladen oder Rock. Diese Vielfalt konnte man auch dieses Jahr auf der Bühne wiederfinden. Ich spiele eine Piosenke wie eine Blume. Die Piosenke spiele ich mir, dlatego, że była fajna, wesoła, przyjemna. A w ogóle dla nas było okej. Wybrałam Ibiśmy Ty ze względu na tekst, na całokształt tej piosenki. Po prostu mi się podobała i melodia, i ten tekst, ponieważ był o miłości, jest o miłości. Jest tak jakby taki głęboki, tak, bardzo mi się podoba właśnie taka ta tematyka i właśnie dlatego wybrałam tę piosenkę. Superstar 2021 wurden in der Kategorie A Magdalena Joschko aus Kronstau, in der Kategorie B Martina Latusz aus Mochau und in der Kategorie C Aleksandra Schitnik aus Leschnitz. Der Miechowitzer Palast und seine Bewohner lautet der Titel einer Ausstellung, die die Kuratorin Isabella Kühnel in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen auf die Beine gestellt hat. Nun ist die Ausstellung zum ersten Mal im Miechowitzer Palast selbst zu sehen. Der noch erhaltene Teil des Thiele-Winkler-Palastes wurde kürzlich renoviert und wird seit dem ersten Wochenende im September durch das Kulturzentrum in Beuthen genutzt. Eva von Thiele-Winkler, die in dem Palast geboren ist, ist ein Großteil der Ausstellung im Miechowitzer Schloss gewidmet. Ogrom jej wiary poraził mnie i wstyd, że o tym nie wiedziałam. I
Powiem szczerze, dotarłam do niemieckiej literatury, bo w polskiej literaturze brakowało mi informacji, mało było tych publikacji, zresztą do lat 90. była zabroniona w ogóle publikowanie informacji na temat matki Ewy i jej twórczości. I zaczęłam jakby z niemieckiej literatury czerpać wiedzę i zdziwiło mnie ogrom tych źródeł, które stoją do dyspozycji. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hat Eva von Thiele-Winkler, auch Mutter Eva genannt, eines der größten Werke der Barmherzigkeit in Mittel- und Osteuropa geschaffen. Am 30. September um 16 Uhr ist die Vernissage zur Ausstellung geplant. Die Kuratorin der Ausstellung, Isabella Kühnel, wird den Gästen zur Geschichte der ganzen Familie Thiele-Winkler ausführlich Auskunft geben. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.